möchte ich alle Mamis grüßen, die sich fragen, wie bitteschön soll denn windelfrei nachts funktionieren. Ich will euch erst kurz erklären, wie das in der Theorie bei uns ist und euch später dann zeigen, wie das ganz praktisch bei uns mit echtem Baby und echter Pipi auf dem Dachboden aussieht. Hier habe ich jetzt unseren kleinen Affen liegen. Der hat jetzt für die Nacht was angezogen bekommen, was keine Druckknöpfe hat, und ich habe auch das T-Shirt nach außen, also linksrum angezogen, damit nichts drückt. Das kann ja unabhängig vom Windelfrei gemacht werden. Dann achte ich bei den Nachthosen meistens drauf, dass die im Schritt keine Naht haben, wie bei allen anderen Hosen. Und damit einfach nichts drückt und nichts sich irgendwo reinklemmt und kneift. Und die ziehe ich auch gerne linksrum an, dass eben alles am Baby schön angenehm ist. Besonders wenn das Baby noch so klein ist. Wir halten es aber eigentlich meistens so, dass die Babys, weil sie nichts anziehen wollen und wenn es jetzt von der Temperatur her zugelassen werden kann, dass die Babys einfach nackig neben uns im Familienbett schlafen. Unter unserem Bezug haben wir momentan noch, also solange die Kinder klein sind und wir uns noch nicht so sicher fühlen mit windelfrei, haben wir noch einen normalen Matratzenschutz. Manche wollen aber auch keinen Gummi haben, weil sie darunter so sehr schwitzen und können dann heiß gewaschene, verfilzte Wolldecken verwenden, die einfach unter das Bettlaken drunter kommen. Und dann haben wir noch, bis die Kinder so ungefähr anderthalb Jahre alt waren, so einen kleinen Matratzenschutz, den es jetzt von Liegelind bei DM gibt oder bei Rossmann, oder man kann sich auch verschiedene dazuschneiden und unter den, auf den, wenn man auf den liegt, schwitzt man auch nicht, auch die Babys nicht. Und ja, da haben wir dann immer unser Baby draufliegen gehabt. Manchmal, wenn das Baby eben noch nicht gepullert hat und man ist sich unsicher, was es denn macht, oder man stillt es noch nebenbei, weil es eben noch so unruhig, wenn es noch nicht gepullert hat, dann klemmen wir gerne eine einfache Baumwollwindel zwischen die Beine. Das spreizt die Beine zusätzlich, es ist also für die Hüfte auch nicht verkehrt. Ich zeige euch noch schnell, wie man hier so eine Windel faltet. Also ihr habt sie ganz aufgeschlagen. Legt sie einmal in der Mitte, dann nochmal und schlagt sie in der Mitte zusammen, und je nach Größe des Babys könnt ihr euch das noch vielleicht auch vorm Schlafengehen natürlich zurechtlegen. Wer möchte, kann natürlich trotzdem noch eine Windel für die Nacht um das Baby rumschlagen, entweder locker oder eben fest verschlossen. Wir haben jetzt hier eine Stoffwindel genommen, wo einfach nur die auch in ähnlicher Form eben ähnlich gefaltet einfach reingelegt wird, und das kann auch nachts ausgetauscht werden, oder ihr habt eben noch eine Ersatzwindel da liegen, also eben die Stoffwindel in einem plastikähnlichen Windelbezug, wo eben nichts durchgeht, aber es gibt ja auch Wollvarianten. Und jetzt komme ich zu dem wichtigsten Punkt: Das Baby wird eben etwas unruhig. Meistens ist die Mami ja auch schon wach, weil sich der Schlafrhythmus der Mutter an dem des Kindes anpasst. Und ich merke also, dass mein Baby unruhig wird. Ich nehme es dann hoch an die Brust. Und man hat ja meistens sowieso nicht das feinste Negligé an. Wenn ihr stillt, habt ihr meistens irgendwas mit einem weiten Aufschnitt dran, oder ihr habt irgendwas mit Knöpfen angezogen. Irgendwo in der Nähe habe ich das Töpfchen deponiert. Zieh entweder die Hose herunter oder es ist schon Nagidai. Die Jungs kann man vielleicht auch schon hinstellen. Habe ich jetzt noch keine praktische Erfahrung gemacht. Und bei meinen Mädchen habe ich das so gemacht, dass sie sich eben am besten an der Brust entspannen konnten beim Pinkeln in der Nacht. Heb also den kleinen Pups ein bisschen über das Töpfchen, über das Schüsselchen drüber. Die Beine können je nach Größe des Kindes natürlich ein bisschen rüberhängen, oder ich stütze sie dann meistens mit dem anderen Arm.
halt ein Beinchen noch so ein bisschen fest. Und dann flüstere ich leise das Schlüsselgeräusch, den Schlüssel laut. Bei uns ist das Psss, piep, 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 kleine Maus oder Psss, piep, 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 kleine Affe. Inzwischen funktioniert das auch nach einer Weile ganz schnell, dass die Babys dann sich wirklich schnell durch die Entspannung, dass sie da ganz schnell ihr Wasser lösen können. Es plätschert also in das Töpfchen. Ich warte, bis es fertig geplätschert hat. Die Beine werden dann auch meistens lockerer und lassen sich ganz leicht wieder ein bisschen hochnehmen. Das macht das Kind dann ganz schnell schon mit, auch die ganz kleinen Babys. Ich tupfe das kleine Popochen ab. Ich stecke das Klopapier mit rein ins Töpfchen und kann mich dann wieder in die Seite legen, die Baby. Still ist noch fertig, das geht meistens ganz schnell, oder ich stecke es noch zu, wenn es jetzt nicht zu heiß ist. Ich lege mich entspannt daneben, still ist kurz zu Ende und dann können alle ganz entspannt weiterschlafen. Und jetzt zeigen wir euch, wie das bei uns in echt aussieht. Den Babypuppen auf das Töpfchen drauf, stelle das Baby, mach das Schlüsselgeräusch, und wenn das Baby dann fertig ist, dann merke ich das auch. Nicht nur, dass ich keine Pipi mehr fließen höre, sondern dass das Baby ganz leicht die Beine dann wieder sich hochnehmen lässt. Dass wir die Beine ganz leicht anheben können. Tupfe ich das Baby ab. Ich schmeiße das Klopapier ins Töpfchen. Ich gebe das Töpfchen meistens an meinen Mann, damit das wegbringen kann. Dann lege ich das Baby wieder hin. Das Baby ist jetzt ganz entspannt. Ich auch. Es hat sich erleichtert. Ich will es noch kurz fertig. Und es kann ganz in Ruhe weiterschlafen. Und ich kann genauso ganz in Ruhe weiterschlafen, weil wir beide entspannt sind.
Kannst du mir helfen?